Und damit einen wunderschönen guten Hallo und willkommen zurück beim Gerry und bei den Würzburger Kickers, meine lieben Freunde und Freundinnen. Die Bundesliga hat uns eingeholt. Wir sind ungefähr da, wo wir hingehören oder da, wo wir hinwollen. Platz 13 finde ich ganz okay. Da würde ich unterschreiben und würde sagen, hey, die Saison ist doch super. Nehmen wir sie mit. Letztes Mal gab es auf jeden Fall wieder eine Niederlage und ein Unentschieden. Ein Punkt pro Folge dürfte ein bisschen zu wenig werden. Da müssen wir gucken, wie das so weiterläuft. Ich habe in der Zeit auf jeden Fall bei Pippi angefragt für 14,5 Millionen. Ich bin der Überzeugung, dass wir statt Tobias Mohr noch jemanden brauchen auf der linken Mittelfeldseite. Da habe ich aber ehrlich gesagt jetzt noch nicht so richtig was Geiles gefunden gehabt. Allerdings ist das auch schon wieder irgendwie das Wochenende über ja, vorbei gewesen, beziehungsweise her, dass ich da gesucht habe. Vielleicht suchen wir nochmal neu. Ich war nämlich am Wochenende und deshalb habe ich auch vielen von euch gar nicht geantwortet bisher bei meiner Family und war einfach nicht zu Hause und so Kram und deshalb, müssen wir mal gucken, ob wir hier jemanden guten finden. Achso, vielleicht sollte man hier auch sagen, nur realistische Transfers, dann sind das gar nicht so viele. Und dann haben wir nämlich hier einen 75er. Okay, und wir hätten sogar noch Trezeguet als vereinslos. Das heißt, der käme ja jetzt sofort sogar. Ne? Hat allerdings auch nur eine 71 und müssen wir ihn erstmal einspielen. Und das sehe ich jetzt nicht, weil wir haben ja eigentlich Brian Gill auf der linken Seite unterwegs. Ne? Tendenziell bräuchte man wirklich einen, den man sofort da hinstellen kann und der dann gefühlt da auf jeden Fall seine Stärke hält. Vielleicht hier mit Jeffrey Schlupp oder so. Das sieht gar nicht so verkehrt aus, 74. Aber so richtig, wie gesagt, habe ich da jetzt keinen gehabt, wo ich sage, boah, den muss man kaufen. Und deshalb ja, habe ich dann erstmal sein gelassen. Müssen wir mal gucken, wie das hinten raus mit uns wird, wie das in Dings auch aussieht, wie das aussieht, wenn wir ja die Rückrunde haben so ungefähr. Ne? Wir könnten natürlich auch gucken, guck mal hier kriegt man auch, also irgendwie, weiß ich nicht, RM Castilla CF, die wollen irgendwie Leute loswerden, die könnte man auch hier holen, für relativ wenig Geld, für Marktwert, linker Typ hier. Ja, wir müssen mal gucken, was mit Gill so wird. Der ist 18 hier, mit 3,5 Sternen ist jetzt nicht so das Übertalent, aber da könnte man bestimmt auch was draus machen. Schwierige Sache, aber wir haben auf jeden Fall ja noch Zeit und deshalb können wir solche einfach mal ins Blickfeld reinpacken und uns das überlegen, was wir da so tun. Gut, generell ist die Überlegung, was wir so tun und die Überlegung fällt am Anfang immer nicht so schwer, weil wir gucken dann erstmal einfach in die Kommentare rein. Und da waren wieder viele dabei, vielen lieben Dank. Habe ich mich sehr gefreut natürlich. Also ich freue mich immer, ne, das wisst ihr. Aber wenn es viele sind, freue ich mich auf jeden Fall genauso, wie wenn es wenige sind. Weil ich freue mich einfach über alles von euch. So, genug geschwätzt. Erstmal jetzt hier gucken. Haben wir noch irgendwelche coolen... Ne, die hatten wir schon. Keine neuen Trainerkollegen, die irgendwo sind. So, wir gucken mal rein. Inselatrus, also die Option von Pippi, jetzt bezahlen und im Winter dann zu Würzburg wechseln, finde ich sinnvoll, denn aktuell sehe ich nicht so den Bedarf, um den Kader auf dieser Position in die Tiefe zu erweitern. Und die anderen beiden haben ja auch nur einen Talentpunkt weniger, aber sind ein bisschen älter. Mit dem Sound ist jetzt alles bestens. Ich hoffe, das ist jetzt so geblieben, weil ich habe mir natürlich nicht die Einstellung gemerkt. Ne? Ich bin ja nicht so clever. Wir nehmen den jetzt hier für 15,5 Millionen. Dann sind wir da safe. Ich habe auch schon mit dem gesprochen, das ist nämlich gut. Guck mal hier, zack, nach oben. Ne? Einmal red's mit denen und oh, wie intensiv sie sich in der Vergangenheit mit mir befasst haben, hat mir richtig gefreut. Ne? Und dann bin ich richtig happy und dann komme ich hier hin und alles ist cool. So, Gehaltskürzung gibt es auf jeden Fall, und zwar 30%. Gibt keine feste Ablöse. 2% bei Verkauf wäre noch die Frage. Wir gucken erstmal, hier so auf 1,5 Millionen gehen wir hin. Handgeld 90.000 ist auf jeden Fall auch geil. Wir werden dich zu einem besseren Spieler machen auf jeden Fall. Dann gucken wir mal, ob er das so annimmt. 1,5 Millionen ist ja so Standard jetzt im Moment. Geil ist auch die Steigerung des Gehalts. Also im Moment verdient er 50.000 und dann 1,5 Millionen. Da weiß er auch nicht, was machst du mit dem Geld auf einmal? Richtig geil, richtig geil. Okay, wir gucken mal. So, SGD Verhelfer würde immer noch den Hickey bevorzugen, aber der will halt nicht, ne? Beziehungsweise hast du ja selber gesagt, hast nicht dran gedacht, dass der eventuell gar nicht kommen würde. Aber dass der auf beiden Seiten links und rechts der Verteidiger spielen kann, findest du halt super. Kann ich auch nachvollziehen. Wir haben einen neuen Jugendspieler im Angebot hier. Andon Hausenberg, Estländer. Mal gucken, was der so kann. Da haben wir natürlich wieder einen über, der eventuell vergeben werden könnte, ne? Ja.
Gut, dann haben wir Chemie Leipzig. Danke fürs Reinschauen bei Chemie. Pippi würde ich auch auf jeden Fall holen. Der sieht stark aus. Das haben übrigens fast alle gesagt. Ne? Und Sound haben sie auch viele gelobt. Endlich mal was gut gemacht, der Gary. Heiko Lewandowski, ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir reden aneinander vorbei. Also, mein Lieber, du suchst dir einen Spieler aus. Und dann sagst du mir, wie der heißen soll. Ich habe jetzt verstanden, er soll Heiko Lewandowski heißen. Also heißt der Nächste dann Heiko Lewandowski. Aber du suchst dir den aus. Und wenn hier noch kein Cooler dabei ist, dann lässt es erstmal. Wäre mein Tipp. Aber das heißt nicht, ich muss erstmal hier was ausmachen. Mein E-Mail-Programm war noch offen. Wenn jetzt hier jetzt mal irgendwie so ein Klimper kommt. Ich weiß nicht, ob es in der Aufnahme drin war, aber habe ich jetzt mal ausgemacht. So, du suchst dir eins aus, Heiko. Einen Spieler. Egal welchen. Mir ist das ja vollkommen Wumpe. Ich kann euch nur den Tipp geben, wenn ihr so einen nimmt, der ganz weit weg ist von der zweiten Mannschaft oder von der ersten Mannschaft. Also von der zweiten weg sein, das kann ich gar nicht oft genug sagen, dass man dann eben vielleicht auch gar nicht rankommt. Ne? Also niemals irgendwie in der ersten Mannschaft landet oder in der zweiten, weil man ständig verliehen wird. Ihr solltet euch jemanden aussuchen, wo ihr das Gefühl habt, hey, der könnte doch in den nächsten Jahren vielleicht was werden. Ist nicht garantiert, aber wenn man schon irgendwie einen 40er-Jugendspieler mit 2 Talentpunkten nimmt, dann wird das halt nie was in diesem Spiel hier. Wir spielen das ja nicht 20 Jahre. Wir werden irgendwann umwechseln. Wahrscheinlich nicht jetzt im FM22, sondern eher im 23er. Ich sehe noch nicht die große Not, unbedingt zu wechseln auf den neuen. Von daher könnte das durchaus so sein, dass wir erst zum 23er wechseln. Und das ist natürlich cool, dass wir jetzt schon in der ersten Liga sind. Bis zum FM 23 wäre ja noch mehr als ein Jahr. Der 22er ist ja noch nicht mal draußen. Und da könnte man hier wirklich vielleicht was reißen mit Würzburg, dass man vielleicht sogar international irgendwo hinkommt und so. Ne? Also das wäre so der Plan. Und deshalb sollte man sich einen Jugendspieler aussuchen, der vielleicht in den nächsten, keine Ahnung, 5 bis 6 Jahren, würde ich jetzt mal sagen, kriegen wir vielleicht hin in der Zeit noch. Aber auf jeden Fall kriegen wir so 3, 4 Jahre hin, dass der irgendwie rankommt. Also wenn ich hier den hier nehmen würde, jetzt mal ein ganz krasses Beispiel. Ein Talent und 23er Stärke, ja, kann ich hochziehen, aber der wird halt nirgendwo spielen. Deshalb, lieber Heiko, du suchst dir einen Spieler aus. Und dann muss dein Name nur zu der Nationalität noch passen. Also einen Deutschen nenne ich noch gerne Lewandowski, weil die Deutschen haben ja ganz viel polnisches Blut in sich, was ich super finde. Und da bin ich noch ganz offen. Aber man nehme jetzt zum Beispiel an, wir würden diesen Estländer hier holen, der Stürmer ist, und dann sagt der Heiko, den will ich gerne haben, dann würde ich den nicht Lewandowski nennen, weil Lewandowski ist kein estländischer Name. Dann müsstest du dir einen anderen Namen suchen, einen, der passt. Okay, verstanden? Und wir gucken mal, wo es landet. So, Topspiel, zweite Mannschaft, im Pokal weiter. Pippi wechselt schon, das ist jetzt gut, der steht uns richtig gut bevor. Butschkauska, Scouting abgeschlossen von Wien. Frühstück. Ah, Haberer und Schlotterbeck machen Frühstück. Stimmung steigt um einen Punkt. Das ist ja klasse. Finde ich gut. Wir sind gleich ran gegen Hertha BSC. Ich lese noch den Rest der Kommentare, meine lieben Freunde. Also, ich nicht. Das wird eine geile Saison. Hoffe ich, ne? Jonas Buhr sagt, Pippi eintüten. Ansonsten ist ein Punkt völlig okay. Und ob der Jonas Buhr denn mal den Vertrag verlängern will, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wir werden es gleich mal gucken. Wir haben jetzt auf jeden Fall das Stadion ausgebaut auf 15.800 Leute, fast 15.900, also quasi 16.000. Auch da werden wir dann mal gucken, ob das uns, ob uns das bringt, was wir erhoffen, ne? Nämlich mehr Leute im Stadion. Guck mal, jetzt erstmal nur 12.000. Direkt nein, direkt nicht ausverkauft. Schade, im ersten Spiel. Das hätte man eventuell, hätte man sich da gefreut, wenn es voll gewesen wäre. Wir gucken mal, Topspiel ist Dortmund gegen Frankfurt, dann haben wir Bayern gegen Borussia Mönchengladbach und Würzburg gegen Hertha. Oho, oho, oho. Wir gucken nochmal weiter in die Kommentare rein. Javier, nach so langer Zeit bin ich endlich mal wieder dazugekommen, die Folgen nachzuholen. Erstmal nochmal Glückwunsch und geil zum Aufstieg. Und ich würde sagen, Pippi auf jeden Fall holen. Der ist 14 Millionen wert. Am Ende kannst du noch für mehr Geld wieder verkaufen im Notfall. Ja, das ist so die Idee, ne? Das Problem ist halt, wir haben richtig viele ZMs und ich würde dann schon fast sagen, dass jemand wie Badr schon wieder gehen kann. Ne? Müssen wir mal schauen. Jetzt wollten wir aber auch noch woanders schauen, nämlich bei Jonas Buhr, ob der gute Mann seinen Vertrag jetzt verlängern will. Nein, immer noch nicht. Meistens lohnt es sich dann sowieso erst nach dem 1. Januar wieder zu gucken, weil dann ja auch wieder das Transferfenster offen ist und so ein Kram. Also da gucken wir dann rein. Krote ist übrigens immer noch frei, den hat jetzt keiner genommen. Das heißt, man kann dich noch melden, aber ich nenne ihn wahrscheinlich schon nachher mal um, so wie ich den haben wollen würde. Und wenn er dann doch noch einer haben möchte, das war vielleicht ein bisschen kurz, dann kann man sich den noch hier schnappen, namenstechnisch.
Islander, im zweiten Anlauf die Folge zu Ende gesehen. Gestern bin ich irgendwie eingepennt, lag aber nicht an dir. Ich sehe das übrigens als Kompliment, wenn man bei mir einschläft, vor dem Fernseher oder vom was auch immer. Weil ich mache das total gerne. Ich sitze abends total gerne noch irgendwie rum und gucke irgendwas, was ich eigentlich wirklich sehr gerne gucke. Und dabei kann ich auch einschlafen. Ich finde das super. Ich finde das ein Kompliment. Ich gucke mir nämlich eigentlich nur Sachen an, die ich gerne gucke, wenn ich so einschlaf gucken anplane. Also von daher... Schlaf gut. So, Pippi würde ich mir auf jeden Fall holen, der ist ja bis auf den Namen richtig Zucker. Und mit welchen Spielern du dann in der zweiten Saisonhälfte siehst, kannst du ja im Winter dann noch überlegen. Das müssen wir dann, ne? Nils Butze, Nationalspieler bin ich. Wie cool ist das denn? Da habe ich bestimmt jetzt noch eine gute Zukunft vor mir. Ein paar Stärkepunkte noch, dann greife ich in der ersten Mannschaft an. Ja, müssen wir gucken, ne? Also ein bisschen mehr als ein paar, aber wenn du ein paar hast, dann bist du zumindest mal irgendwie bei 68. Also so Richtung 70 muss schon irgendwie für die erste Bundesliga werden, dass man dich ab und zu mal einwerfen kann. Apropos einwerfen, jetzt gehen wir, bevor wir ins Spiel gehen, noch einmal ganz kurz und gucken, wie es mit den Laien so aussieht. Und hier seht ihr die, ne? Kilic hat +3 geholt bisher und 7 Spiele gemacht. Sascha Meier hat +2 geholt bei 7 Spielen. +2 auch Oskarsson und Max Gorrer hat bisher +5 geholt bei R und in 3 Spielen. Also das ist schon mal gut hier. Schon mal sehr gut. Grundstärke 63. Da hat sich vielleicht schon richtig gelohnt, den guten einmal hier auszuleihen. Also +5 in der kurzen Zeit ist schon super. Ein Tor sogar gemacht und 3 mal gespielt. Ja, klasse. Kilic auch schon ein Tor. Okay. Guti. Dann geht's jetzt gleich nach Cottbus? Nein, nach Cottbus geht nicht. Die haben Interesse an uns, aber da gehen wir natürlich nicht hin. Höchster Formel, Mitarbeiter zurück. Ja, okay. Datenbank aktualisiert. Mitgliederkampagne. Wir haben 1337 neue Mitarbeiter. Mitglieder, nicht Mitarbeiter. Mitglieder zu verzeichnen. Ja, sehr schön. Wunderbar. Gut. Coole Zahl. 1337 kennt er, ne? Kennt er. Ja. Das ist halt echt, Tobias Moore ist halt wirklich echt einfach 10 Punkte unter Brian Gill. Da könnte man fast schon hier aus der zweiten, nein, gut, doch nicht. Thomas Ems 1 aus der zweiten ist dann 20 Punkte drunter. Aber da kann man ja fast schon hier Servais demnächst hochholen. Was hat der als linker Mittelfeldspieler? 58. Sollte man vielleicht auch einfach mal linker Mittelfeldspieler, ups, das war natürlich Quatsch, linker Mittelfeldspieler hier so machen. Gut, wir gehen ins Spiel gegen die alte Dame Hertha BSC Berlin. Ich hoffe, dass wir hier Punkte holen, ehrlich gesagt. 40 Punkte, also wir sind halt auch echt schwach dabei, ne? So, wir werden ihn den sparsamen Fußball nehmen. Und darum geht's jetzt hier auch. Bruno Labbadia ist immer noch der Trainer der Hertha und der guckt sich das an, wie wir hier aufeinander brasseln werden. Die Partie ist freigegeben, Lars Stropf ist unser Referee und in den ersten paar Minuten passiert erstmal nichts. Hertha BSC spielt offensichtlich mit Abseitsfallen, die wir jetzt schon zweimal reingelaufen sind. Und dann sehen wir Lovro Meier, der da Haberer rumzieht und es gibt dann eine gelbe Karte. Es gibt eine gelbe Karte. So. Die erste gelbe eben für die Hauptstädter und die erste Chance jetzt für uns. Haberer mit einem Schuss aus 13 Metern. Da steht aber Alexander Schwolow im Tor und hält den Ball. Ja, halbe Stunde gespielt, er steht noch 0-0. Wir können mal weiter so sagen, weil bisher sind wir die spielerisch bessere Mannschaft in einem nicht so guten Spiel, spielerisch auf jeden Fall. Ja, gute Kombination in den Strafraum. Adeyemi versucht dann mal. Zack, am Tor vorbei und Otasovi hat sich verletzt. Eieiei. Innenbandriss. Oh, Gottes Willen. Hilfe! Hilfe, Hilfe! Alexander, du musst das jetzt richten. Also nicht das Innenband, das muss der Doktor richten, aber hier zumindest das Spiel in der Defensive musst du jetzt organisieren. Mann, 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 das ist sehr traurig. Und wir kriegen als erstes eine Chance jetzt von Berlin über Plattenhardt. Auf der linken Seite, der läuft an und das war ein Freistoß und den hämmert er in die Mauer rein. Kurz vor der Pause nochmal eine Chance mit Poyampalo. Verlängert den Ball da auf Vasquez und der aus 14 Metern einfach mal draufgeschossen und ja, ans Netz, aber von hinten. Ne? Brian Gill setzt sich jetzt auf der linken Seite gut durch. Toller Pass jetzt auf Haberer, aber die Fahne ist oben. Die Fahne ist oben und
Aber alles in allem eine gute erste Hälfte. Also bisher sind wir die, die hier ein Tor verdient gehabt hätten. Berlin mit einer Riesenchance, wir mit vier kleinen. Was war denn die Riesenchance von Berlin? Ach so, der Freistoß, okay. Wollte gerade sagen, da war da nix. Den Riesenchance hat er sich da in die Mauer reingekloppt. Also. Da kann man nichts sagen. Das ist bisher gut so und das können wir hoffentlich jetzt noch ein bisschen vertiefen und uns da irgendwie noch, vielleicht ein Tor irgendwo ergattern. Ne? Das wäre schon ganz gut. Wir bleiben ohne Wechseln erstmal. Wir gucken uns das noch ein bisschen an, weil die erste Halbzeit, wie gesagt, eigentlich ganz gut war. Jetzt aber, er hat da mit einem tollen diagonalen Ball von Arne Meyer auf Dilronsson und der vor Schröder ganz alleine. Dirk Schröder macht sich groß und hält den Ball. Er hält den Ball, hat er gut gemacht. Lange stehen geblieben. Sehr, sehr klasse. Sehr, sehr klasse. So, wir werden vorne mal wechseln. Henrik Weidand kommt für Poyan Palo rein. Und die anderen Wechsel. Ja, Wiekow kann mal kommen für Brunner und dann haben wir noch einen Wechsel über. Den würde ich mir vielleicht noch aufheben für El Shaiwi. Aber auch erst, wenn das Ergebnis hier irgendwie ein bisschen klarer ist. 0-0 ist ja nicht klar, da kann auch alles gehen in jede Richtung. Und tabellarisch ginge das mit einem 0-0 für uns auf jeden Fall in der Tabelle. Eine Richtung nach oben, ein Plätzchen, stand jetzt zumindest. Aber jetzt gucken wir erstmal Hertha. Mit einem Angriff. Dilrosun muss da einschieben, spielt aber jetzt nochmal auf Kunja und er steht dann vor dem Tor und macht das Ding rein. Da steht er ganz nackig vorm Tor, hat keine Probleme, den reinzumachen. Es war kein Abseits, die Leute haben nochmal geguckt. Kein Abseits. Shit. Jetzt ist natürlich guter Rat teuer. Jetzt müssen wir was tun. Zweite Hälfte gehört nur Hertha. Ne? Erste gehörte uns, da haben wir aber keine Tore gemacht und jetzt gehört es eigentlich nur Hertha und hier schon wieder mit Lovro Meier und Dilrosun, aber Schröder kann den Ball festhalten. Ui, ui, ui. Tja, Adeyemi auch nicht gut gespielt. Eggestein ist unser Joker, den bringen wir jetzt nochmal. Dann kann halt Ziad El Shaiwi nicht reinkommen, sondern eben unser Joker Eggestein. Und wir versuchen, ne, die letzten 10 Minuten werden wir auch alles nach vorne werfen gleich. Und wir sehen hier direkt mal, Haberer sucht auch Eggestein. Ne? Der Junge, ja, so jung ist er nicht mehr, aber der Stürmer von den Kickers kriegt den Ball da. Und jetzt muss er den reinschieben. Aber nein, Alexander Schwolow hat eine gute Parade gezeigt und kriegt den Ball dann noch gehalten. 10 Minuten und genau deshalb machen wir jetzt gleich hier vollen Angriff. In der Hoffnung, dass wir noch was hinkriegen. Und Alexander Krübel versucht es jetzt. Löst sich da von Boyata. Kriegt eine Flanke in die Mitte rein von Jill. Jetzt Kopfballmöglichkeit, aber den kann er nicht mehr drücken. Und deshalb köpft er ihn über den Kasten von Schwolow. Schade, schade, schade. Das wäre richtig gut gewesen, wenn der Alex jetzt hier einfach mal den Ausgleichstreffer gemacht hätte. Mann, Mann, Mann. Luke Bacchio mit einem, mit einem Hackentrick gegen Wiekow. Das gibt erstmal hier Szenenapplaus. Der hat richtig Bock zu spielen. Wie spielt er denn im Moment hier? Luke Bacchio 3,5. Also richtig Bock. Sieht anders aus. Na gut. 4 Minuten haben wir noch und schon wieder Würzburg. Haberer mit einem Ball von hinten raus. Einfach nach vorne. Ist zu weit, ne? Und Stark und Zähflug müssen die nur noch im Spiel halten. Aber was macht denn da? Niklas Stark hält den Kopfball dahin. Was macht denn der Eggestein? Reagiert, holt den Ball aus der Luft, legt ihn jetzt nach innen vor. Mach ihn rein. Aus 11 Metern Vollspannschuss und der Ball geht rein. Der geht rein, jawohl. 1-1. Da ist der Joker. Ja, wenn wir das nicht haben. Meine Güte, was ist denn hier los? 87. Minute. Was ist denn mit dem Niklas Stark? Der pennt da ja vollkommen. Super. Oh, Blattschwab. Oh, scheiße. Ich habe gerade schon beim Draufklicken habe ich schon gedacht, scheiße, das war dumm. Ey, direkt auf die Tribüne. Ja, da musste ich leider mal kurz ausrasten. Eieieiei. Und den Bildschirm habe ich auch vollgesabbert. Oh, jetzt müssen wir noch 3 Minuten aushalten. Auf der Tribüne. Oh. Und Berlin wechselt. Die wollen jetzt hier irgendwie noch das, keine Ahnung, wollen die das hier noch halten? Oder warum wechseln die jetzt so viel aus? Ecke. Oh. 90. plus 1. Lovro Meier auf Luke Bacchio, der kriegt das Ding mit dem Hinterkopf noch aufs Tor und dann knapp vorbei. Der Gegenzug von uns auch auf einer Ecke gelandet. Mangas mit der Ecke kriegt den Ball irgendwie zu Brian Gill hin am langen Pfosten. Schieß ihn rein. Nein, der Schuss ist nicht richtig platziert. Geht zwei Tore am Meter vorbei. 2 Meter am Tor vorbei. Aber ein 1-1. Sehr schön. Meine Güte. Da haben wir mit Eggestein quasi wieder gesagt, ne, das ist unser Joker irgendwie.
Der kommt rein als Joker, macht die Tore. Ich weiß nicht, wie und warum. Er tut's einfach, ne? Boah, ein Punkt gerettet. Das ist sehr schön. Und ich finde, aufgrund der ersten Halbzeit auch verdient. Ne, unentschieden war da ein gutes Ergebnis, finde ich. Ist schon okay so. Berlin stürzt auch erstmal ab von 7 auf 4. Und wir gucken uns die anderen Ergebnisse an. Paderborn gewinnt gegen Schalke. Das ist auf jeden Fall auch eine Überraschung. Hätte ich nicht gedacht. Fast schon Derby, ne? Dann Dortmund unentschieden gegen Frankfurt. Bayern gewinnt gegen Gladbach. Köln verliert gegen Hoffenheim. Bremen verliert deutlich 1:6 gegen Stuttgart. Wolfsburg gewinnt gegen Hamburg. Leverkusen gewinnt gegen den Aufsteiger aus Hannover. Und Leipzig gewinnt knapp gegen Mainz 05. Tabellarisch tut sich oben die ersten drei Plätze nichts. München, Dortmund, Wolfsburg, dann kommt Stuttgart, dann Leverkusen, dann Hoffenheim. Unten drin Bremen, Schalke und Köln. Und gegen wen müssen wir jetzt als nächstes? Gegen Eintracht Frankfurt, die sind so im Mittelfeldplatz und haben gerade zwei Unentschieden und eine Niederlage in Serie. Also ja, vielleicht geht da noch was. Ne? Da könnten wir vielleicht noch ein Pünktchen holen. Wer ist denn schon mehrfach hier? Dreimal in der Elf des Tages Sean Longstaff. Und hier auch, guck mal, Manga schon das zweite Mal. Klasse, klasse. Sehr schön. Jude Bellingham, der notenbeste Spieler. Moussa Diaby im Moment mit 5 Toren der Torgarant hier. Und das als Linksaußen, Rechtsaußen. Ne? Hat man immer gesagt, oder war ziemlich lange Zeit ein Problem im FM, dass die Linksaußen- und Rechtsaußenstürmer kaum Tore gemacht haben. Das geht jetzt mittlerweile besser. Je nachdem, was für eine Aufstellung man genommen hat. Ne? Zweite Bundesliga, gucken wir mal kurz rein. Bielefeld, Aue und Augsburg auf den Aufstiegsplätzen. Unten drin ist Kiel, Braunschweig und 1860 München auf dem letzten Platz. Ui. Ui, vielleicht müssen wir die noch retten. Bayern deutlich besser. Bayern und Wolfsburg haben hier quasi die Plätze getauscht. In dieser 5-Jahreswertung ist ja falsch, sondern im Vergleich der ersten 5 Spieltage der jetzigen und der letzten Saison. Und letzte Saison, 4. nach 5 Spieltagen war Schalke 04. Die sind jetzt unten 17. Ohohoho, die sind richtig abgekackt. Komplett richtig abgekackt. Gut. Innenband anderes, 11 Wochen. Ich hab's gesagt, ne? Das hört sich nicht gut an. 11 Wochen fällt er aus, der Utsasovi. Oh, oh, oh. Reserve verliert gegen Selingen, Porten 1:2. Tor von Kamara ist nicht genug. Und ja, Sokratis und Butzkauskas, also beide Innenverteidiger mit einer 5, ist halt auch schon problematisch, würde ich sagen. Ja, da muss da mehr kommen, ne, Butze. Ehemaliger Spieler, der normalerweise alles in seiner Kolumne in einem Boulevardblatt zerreißt, äußert sich in seinen jüngsten Artikeln sehr freundlich über ihre Mannschaft. Alle Spieler gewinnen einen Moralpunkt. Das ist ja nett. Das ist ja nett. So, müssen wir jetzt gucken, wie es gegen Frankfurt läuft. Ne? Oh, auch da wären Unentschieden, so dass ich sagen würde, nehme ich mit. Aber irgendwann müssen wir halt mal gewinnen. Ne? Aber solange wir nicht verlieren, kriegen wir zumindest irgendwelche Punkte zusammengezogen. World Player Gala, wir gucken mal rein. Salah ist der Topmann des Jahres. Dann Mané und dann Mbappé. Also auch alles Außenspieler. Ne? Gut, der kann auch in der Mitte spielen. Aber das alles andere sind hier eher so... Achso, nee, eher nicht. Cool. Ich hatte irgendwie gedacht, Mbappé ist auch Außenspieler eher. Na gut. Ist auf jeden Fall auffällig, beim Fußballmanager sind da immer zum Großteil. Also deshalb immer ist falsch, aber fast immer nur. Stürmer am Start. So, wir haben noch einen Jugendspieler angeboten bekommen und Mario Halimna, ein slowakeischer kommender Nationalspieler. Ja gut, gucken wir mal, was da so geht. Daniel Fomin fällt aus bei Frankfurt. Ja, okay, kann ich jetzt mit leben. Mitarbeiter, sie sollten einen Marketingmanager einstellen. Ja, okay, kann ich auch mit leben. 14 Millionen haben wir übrigens noch an Transferkosten und das wird dann eben in unseren Pipi, in unser Pipi auslaufen. Ne? Ah, ja, der Name ist wirklich schwierig, finde ich. Ja, gut. Ich suche mir schon mal eine gute Schlagzeile, wenn er dann wechselt. Pipi in den Augen oder so, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Pipi in der roten Hose oder so. Pipi im Trikot. Nonsens. Gut, Frankfurt ist gar nicht so viel stärker. Das sind 25 Punkte. Und ja, dafür kommen aber auch 56.000 und peitschen die nach vorne. Da müssen wir gucken, ob wir da bestehen können.
Im Topspiel auf jeden Fall Stuttgart gegen Bayern München. Stuttgart hat sich in diesem Spielstand richtig gemausert. Finde ich richtig stark irgendwie. Das ist so ein Überraschungsteam auf jeden Fall. Dann Hoffenheim gegen Leipzig und 96 gegen Wolfsburg. Otazovi ist jetzt leider verletzt. Wir gucken uns den Rest aber hier an. Angeschlagen ist auch immer noch Van Ginkel, aber Basso, er ist wieder da. Deshalb können wir Haberer erstmal wieder auf die Bank setzen. Eggestein werden wir wieder einwechseln auf jeden Fall, aber nicht jetzt. Vasquez müssen wir spielen lassen, sonst zahlen wir nämlich irgendwie diese 6 Millionen Gehalt, ey. Wenn der nicht die 80% der Spiele spielt. Das wäre ein bisschen böse für uns. Erweiterung der Eckfahne im Stadion ist auch fertig. Okay, perfekt. Datenbank. Akande ist wieder fit. Scouting abgeschlossen. Buhr ist wieder fit. Ginkel angeschlagen noch. Jugendmannschaft Scouting. Spitzenspiel, zweite Mannschaft. Hä? Spitzenspiel? Sind die doch gut dabei? Habe ich irgendwie gar nicht so mitbekommen. So oben, ne? Gut oben, ja. Ja, alles klar. Dann könnt ihr das ja mal machen. Wie sieht es jetzt hier aus mit den Kartenpreisen? Erwartete Zuschauer. Wir haben ja jetzt viel mehr. Warum ist denn hier möglicher Verkauf immer noch? Weil die doch ausgebaut wird, oder was? Gesamtkapazität haben wir im Moment 13.500. Ich bin auch nicht immer so clever, ehrlich gesagt. Ehrlich gesagt bin ich eher oft nicht so clever. Aber warum? Warum haben wir denn 13.000 hier? Und hier steht 16.000. Versteht das jemand? Weiß da jemand, was da los ist? Warum ist das so? Entschuldigung. Kartenverkauf. Warum ist das so? Warum ändert sich hier nichts? Naja, egal. Ist ja eher noch ein Auswärtsspiel, von daher ist da noch gar nicht so viel Wildes dabei. Gut, alles klar. Ja, gegen Eintracht Frankfurt muss jetzt irgendwie wieder Kampfgeist her. Und da können wir sagen, das ist ein 6-Punkte-Spiel, ist ein bisschen hart, ehrlich gesagt, glaube ich. Adeyemi macht heute 2 Buden, das steht für mich fest. Jawohl, ey. Kriegst hier 5 Punkte kostet das. Geht raus und spielt ordentlich Fußball, was anderes können wir hier ehrlich gesagt gar nicht sagen. Gut, Frankfurt, wie gesagt, jetzt mit nicht so einer breiten Brust angetreten, aber wir ja auch nicht unbedingt. Ne? Wobei, ich finde das Unentschieden unsererseits eigentlich besser als deren Unentschieden in der letzten Partie. Oh, Knieprellung bei Ragnar Ache, der muss direkt raus. Das könnte natürlich auch von André Breitenreiter den Plan komplett auf den Kopf drehen. Deshalb müssen wir gucken, wie Stefan Sommers, der jetzt dafür eingewechselt wird, da mit klarkommt. Ecke von der linken Seite erstmal von Vasquez, die ist kurz ausgeführt. Dann ist Bauer da vorne mit dabei, schießt einfach mal drauf. Kevin Trapp hält den Ball. Weiß auch nicht so ganz, warum Bauer da der Typ ist, der eine kurze Ecke mitmacht. Naja, egal. Die Eintracht mit einem Spiel von So auf Silva, aber der steht im Abseits. Und deshalb geht es jetzt weiter auf der linken Seite mit Damian Batalali. Der geht an Schlotterbeck vorbei. Batalini holt sich den Ball jetzt da, spielt ihn in die Mitte rein. In der Mitte steht André Silva, der kommt zum Schuss und der Ball fliegt in die kurze Ecke. Dirk Schröder ist da auch noch unterwegs und hält den noch. Oh. Dirk Schröder auch ein ganz, ganz starker Spieler. Ich bin gespannt, wo der hingeht, stärketechnisch gesehen. Kostic mit der Ecke und die landet genau bei diesem Schröder, den wir eben die ganze Zeit schon erwähnt haben. Null Probleme. Viertelstunde. 2 Chancen schon für die Eintracht und wir sind jetzt auch nochmal unterwegs mit Vasquez auf der rechten Seite, flankt in die Mitte, da ist Adeyemi, der geht volles Risiko, schießt das Ding aber deutlich drüber, beim Super Bowl und so, ne, Field Goal, Tor, Punkte überhaupt. Scharfe Erreichung von Cedric Brunner, der mal mit nach vorne gegangen ist, die ist leider ein bisschen nah am Tor und deshalb Kevin Trapp mit einer Parade hechtet dahin, kriegt den Ball festgehalten, aber ist ganz gut bisher, ist ganz gut. Krübel mit einem tollen Ding da. Er geht energisch zur Sache gegen So und grätschen den Ball da vom Fuß. Klasse Einsatz. So muss man als defensiver Mittelfeldspieler spielen. Ne? Aufräumen. Aufräumen, was andere da vielleicht liegen lassen. Ja, 0:0 zur Halbzeit finde ich jetzt auch okay. Kann ich mit leben. Kriegen wir hin. Ne? Oh nein. Oh. Es gibt noch eine Ecke. Die kommt rein von Philipp Kostic. Relativ scharf getreten, aber Schröder kommt auch scharf raus.
und hat das Ding. Sehr schön. Jede Pause was los. Eben war ein Elfmeterschießen, ich habe es gar nicht vorgelesen. Jetzt wird geheiratet und die Braut hat Nein gesagt. Oh je, oh je. Ja, das läuft doch ganz gut. So kann man doch hier die Spiele angehen, auf jeden Fall. So, hier wird noch motiviert, damit die Moral so ein bisschen nach oben geht. Und dann darf der Assistent noch ein bisschen massieren. So, oh, die Eintracht schon wieder. Kommt aus der Pause mit der ersten Aktion. Und das ist Chor auf Dibril Sow. Aber der ist auch dann im Abseits. Es klappt ganz gut mit der Abseitsfalle bisher. Das haut ganz gut hin. Flanke von der linken Seite jetzt von Kostic. In der Mitte ist André Silva, der Portugiese. Kommt zum Kopfball, aber der Kopfball ist schwach. Und Schröder steht da und hat gar keine Probleme. Ja, perfekt. Eggestein hat sich das verdient, reinzukommen. Der wird jetzt eingewechselt. Guthörl hat sich das auch verdient. Ist auch nur ein Stärkepunkt schwächer. Und die anderen hier unten, die spielen ganz ordentlich. Ne? Bauer vielleicht nicht so geil. Bauer könnte man mal in der Innenverteidigung für Knöster auswechseln. Dann haben wir drei Wechsel gemacht. Das ist eigentlich erstmal so in Ordnung. Mats Knöster ist der unter holländischer oder niederländischer Innenverteidiger, den wir geholt haben. Wir haben ja jetzt so eine richtige Niederland-Fraktion mit eben Knöster, mit Basuer, mit Van Ginkel. Und die müssen sich demnächst dann eben gegen Pippi. Oh, scheiße. 1-0. Nein, abseits. Ah, oh, habe ich Glück gehabt. Mir ist gerade der Satz irgendwie im Halte stecken geblieben, weil André Silva das Tor macht, aber er war vorher im Abseits. Glück gehabt, Glück gehabt. Ecke von der rechten Seite, kein Problem für Schröder. Läuft eigentlich ganz gut. Jetzt nochmal Silva, der geht da an Knöster vorbei, kommt frei zum Schuss. Der Ball fliegt in die Arme von Schröder. Der muss sich nicht mal bewegen. Das läuft ganz gut. 66. Minute und wir gucken, was Adeyemi macht. Der kriegt da den Ball, setzt sich durch, spielt ihn auf die rechte Seite zu Guthörl. Der kriegt den Ball im Strafraum, aber nicht gegen zwei Frankfurter behalten. Schade, schade. Kostic dafür im Gegenzug auf der linken Seite, geht nach vorne, bringt eine hohe Flanke in die Mitte. Da ist Stefan Sormas und Stefan Sormas, was für ein Ding. Haut das Ding in den Winkel rein. Uiuiui. Herrschaftszeiten. Jetzt müssen wir wieder alles nach vorne schmeißen, auf jeden Fall. Einsatz, 100%. Ich weiß gar nicht, warum ist das nicht auf 100% gestellt? Das muss ich auch nachher unbedingt ändern. Eieieiei. Steven Zuber kommt rein für Philipp Kostic und auf der linken Seite Ramirez kommt nach vorne, wird erstmal gehindert, aber der Ecuadorianer holt sich den Ball zurück, bringt eine Flanke zu Sormas, der ist schneller als Mangas und schiebt das Ding in die untere Ecke. Ja, das hat sich ja gelohnt für die Frankfurter, Stefan Sormas hier einzuwechseln. Ja, aus der Not eine Tugend gemacht in dem Sinne. Das war für uns jetzt hier, glaube ich, der Todesstoß. Sehr, sehr schade. Sehr, sehr schade. Und dann nutzen wir aber wenigstens noch die Wechsel, die wir haben. 2-0 legen wir hinten. Ich denke nicht, dass wir das noch gedreht bekommen in 10 Minuten. Das ist sehr, 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 sehr schade. Ich habe es schon mal gesagt. Und da müssen wir auch ein bisschen meckern. Aber wir sind immer noch auf Platz 13 unterwegs. Und ich glaube, es wird eine knallige Saison. Aber wir haben jetzt schon 5-mal so viele Punkte wie der erste FC Köln. Von daher vielleicht gar nicht so verkehrt. Jetzt aber nochmal mit einem Angriff der Kickers auf Jill, der zu Knösters. Der spielt auf Eggestein und der will den Ball dann hochluppen. Aber Hinteregger passt auf, klärt zur Ecke. Die kommt rein von Michael Guthörl, unserem rechten Mittelfeldspieler. Kevin Trapp fängt diese Ecke aber gut ab. Ja, leider, leider hat das dann nicht mehr gereicht, hier noch einen Punkt zu holen. Wir haben lange durchgehalten und dann, dann gab es leider hier doch den Patzer. Ne? Und ich glaube, Knöster, ich hätte jetzt gesagt, Knöster kriegt dafür noch nur 5 oder so reingedrückt. Zum Glück nicht. Aber wir kommen noch mal, wir geben nicht auf. Das ist sehr schön. Konter von Würzburg mit Grübel, der behauptet sich gegen Sow. Jetzt schießt er aus halblinker Position am Strafraum ab. Aber ja, Alex, da werden wir das Schießen noch ein bisschen üben müssen. War jetzt nicht so geil. Hat der Trapp halten können. Nachspielzeit ist jetzt auch vorbei. Leider eine 2-0 Niederlage. Das ist wieder ein Rückschlag, aber das wird auch noch ein paar Rückschläge geben halt in der ersten Bundesliga. Ne? Sormas hier kommt rein, ne, und macht einfach 2 Buden als 65er Stürmer. Da denkt man sich auch, ey, was ist denn da los? Und gleichzeitig haben die hier mit André Silva einen 75er, den haben wir nicht einmal irgendwie gefühlt aufs Tor schießen sehen.
Schon mal komisch, schon mal komisch. Egal, naja, gut. Dortmund gewinnt gegen den Erzrivalen Schalke 04 mit 3:0. Oho, das war gar nicht Topspiel. Ja, weil Schalke so scheiße ist, ne? Naja, gut. HSV gewinnt gegen Paderborn. Schalke verliert, wie gesagt, gegen Dortmund. Zu Hause auch noch. Mainz unentschieden gegen Bremen. Hannover verliert gegen Wolfsburg. Stuttgart, ganz knappe Niederlage gegen Bayern München. 3:4. Also das war wirklich das Topspiel, was da uns vorgegaukelt wurde. 3:4. Und die kamen nachher nochmal ran. Das wurde dann hinten raus richtig spannend. Bayern München hatte geführt hier. Erstmal hatte Stuttgart geführt, dann hat Bayern aus einem 1:0 Nieder- oder Rückstand ein 1:3 gemacht, gewonnen. Also geführt, das schwätzt ja denn da schon wieder. Dann kam Stuttgart nochmal ran und das sind dann schon mal 5 Tore in der ersten Halbzeit gewesen, sehr stark. Bayern macht dann das 4:2, dann sieht erstmal alles danach aus, als ob das gegessen ist. Und dann kommt hier Ioa nochmal in der 85. mit dem 3:4 Anschlusstreffer und dann wird es bestimmt nochmal richtig heiß. Das hätte ich gern gesehen, dieses Spiel. Also das war ein Top-Spiel, was es den Namen auch verdient hat. Hoffenheim verliert gegen Leipzig, Gladbach verliert gegen Leverkusen und Berlin gewinnt gegen Köln. Das macht im Folgenden wieder oben nicht so viel aus. München, Dortmund, Wolfsburg, dann aber Leverkusen, Hertha BSC ist wieder oben dabei und Frankfurt durch unseren, ja, oder durch den Sieg gegen uns mit nach oben gerutscht. Unten drin weiter in Köln, Schalke und Bremen. Elf des Tages. Was ist denn mit dem hier? Hat der eine Regenjacke an oder was? Eieieiei. Oh, da könnte man auch mal ein besseres Spielerbild zusammensuchen, hier Pedro Amaral. Sergio Can. Ah, hier, guck mal, hier haben wir einen Schröder im Tor. Würde ich sagen, dem geben wir noch ein Bildchen. Das ist doch ein richtiger Yannick Schröder, der in Leipzig spielen könnte hier. So sieht er aus, der Kollege. Richtig gestriegelt. Ja, gut gemacht von dem jungen Mann, ne? Direkt in der Elf des Tages mit dabei. Tore vorne gab es satt, also bis Platz 9 haben alle getroffen und Haaland hat auch endlich mal irgendwie wieder ein Tor gemacht, okay. Apropos, der hat auch am Wochenende 2-mal getroffen, Dortmund hat gewonnen, sehr schön, Bayern hat irgendwie Leverkusen weggepfegt. Ei, das wird wild. Ich wollte schon wieder sagen, und das war so auf meiner Zunge, dass ja, Bayern wird halt auch wieder mit Abstand Meister. Aber dann ist mir eingefallen, die haben letzte Woche gegen Eintracht Frankfurt verloren, ne? Das ist gar nicht so klar. Gar nicht so klar, von daher. Oh, was ist denn mit dem hier los? Batsuer plaudert ein Mannschaftsinterner aus. Indelmann ist wieder fit in der zweiten. Scouting abgeschlossen. Reserve verliert gegen Eltersdorf. Jetzt verlieren wir gerade aber einiges da in der zweiten. Nicht so cool. Ich würde eigentlich gerne noch zusehen, dass wir den. Ja, wir haben noch nicht mal 40 Minuten. Dass wir noch den Jugendspieler da holen. Manchester City bietet gerade die ganze Zeit mit. Das nervt ein bisschen. Aber die Jugendspieler hätte ich eigentlich noch gerne. Dann könnte ich euch nämlich sagen, dass ihr die bekommen könnt. Ne? Bernhard Winkler ist neuer Trainer von Chamois Noir. Oder Nio, weiß ich gar nicht. Bernhard Winkler ist, glaube ich, jemand, der in Frankreich total gut klarkommen würde. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der irgendwie Französisch kann. Naja, Steve McManaman ist bei Asteras Tripolis in Zypern oder in Griechenland? Griechenland unterwegs, okay. Na gut. Wieder ein paar interessante Wechsel zumindest dabei gehabt. Also das sind 50.000 hier auf jeden Fall. Das kann man nicht akzeptieren. Ne? Mannschaftsinterner werden intern gehalten. Das sagt ja schon der Name, ne? Also keine Ahnung, muss man mal Vokabeln lernen, wenn man den Namen nicht kennt. Dann Pech gehabt, ne? Ein Angebot, die wollen jetzt auch noch hier mitbieten. Was ist denn hier los? Und hier ist noch ein neuer Typ, Furkan Erbey. 3,5 Sterne nehmen wir mit. Über 3 Sterne nehmen wir alles mit. 14 Jahre. So, wir gehen noch bis zum Spiel gegen Georgien. Wenn dann noch kein Jugendspieler da ist, dann ist das so. Das Spiel würde ich vielleicht auch sogar gleich noch direkt machen. Ohne allerdings das irgendwie aufzunehmen. Trainingsziele von JIT können wir mal ändern. So, wichtigste für den Stürmer ist das hier zum Beispiel. Aber der hat auch irgendwelche anderen Sachen komplett kacke, deshalb hat er trotzdem nur eine 62. Ne? Da muss man mal so ein bisschen was höher bringen hier. So, die Sachen zumindest. Alles, was so unter 50 ist, das geht ja gar nicht. Dann hier Kopfballpräzision und Torriecher könnte man noch gebrauchen. Um auf 85. So. Dann hat er erstmal. Angebot für Kamara.
875? Nee. Nee. Ja, Quatsch. Machen wir auch nochmal hier die erste und zweite Mannschaft auf. Na, erstmal nur die erste Mannschaft. Ich mache noch ein bisschen Rumspieler. Ah, nein, ich wollte ja. Das mache ich gleich. Ich gucke jetzt erstmal noch, ob wir den Jugendspieler oder einen der Jugendspieler bekommen bis zum Georgien-Spiel. Und ansonsten sage ich schon mal Tschüss. Weil dieses Spiel gegen Georgien werde ich dann mitnehmen, aber ohne euch. Gucken wir rein bei Würzburg, Internationale. Eduard Löwen ist auf der Transferliste. Ja, jetzt brauchen wir den auch nicht mehr. Können wir mal rausschmeißen aus dem Blickfeld. Ist auch nur eine 76, ne? Also der hat sich nicht gut entwickelt. Yannick Neuser fällt für 3 Wochen aus, der Torwart unserer Zweiten. Da bin ich gespannt, wer da hochgezogen wird. Wir haben leider niemanden bekommen bisher von den Jugendspielern. Deshalb sagt der Gary auf Wiedersehen. Ich wünsche euch was, meine lieben Freunde. Habt eine schöne Woche und ja, wir sehen uns. Gerne auch auf Twitch, gerne im Discord. Die Links stehen unten drin. Gerne auf dem FM-Joker-Forum. Der Link müsste auch irgendwo da unten sein. Und macht's gut. Bis dann. Tschüss, der Gary ist weg.